zusammen, ich melde mich mal wieder aus Bangkok zurück. Heute ist Donnerstag und ich habe so ein bisschen die Lust gerade am Film verloren. Ich weiß auch nicht, ich habe gerade ein Filmtief. Deswegen ja, gab es auch nicht versprochen Montag ein Video, sondern das wird es wahrscheinlich eher, keine Ahnung wann geben. Ich bin zwar immer noch so ein bisschen am Film zwischendurch, aber nicht so viel. Und es ist unwahrscheinlich schwierig, in Bangkok einen ruhigen Platz zu finden, wo man mal filmen kann. Ich bin jetzt hier gerade am Siam Square, aber es ist halt überall mega laut. Ja, ich habe heute schon mal den Flug gebucht nach Surat Thani, damit ich nach Koh Samui komme. Und da einen schönen Bungalow gebucht. Ja, und habe dann heute auch schon mal die Tauchschule angefragt, weil ich ja gerne den Tauchkurs machen wollte auf Koh Tao. Und ja, da freue ich mich, mega drauf. Und jetzt bin ich hier, glaube ich, bei so ein bisschen Transformers-Style. Ich zeige euch das jetzt mal eben. Erinnert mich auf jeden Fall so ein bisschen an die Universal Studios, weil die da ja auch die Transformer-Fahrgeschichten haben, die auch mega cool sind. Ja, ich werde hier jetzt heute noch so ein bisschen rumdümpeln, weil heute Abend gucke ich mit einem deutschen Pärchen das Deutschlandspiel bei uns im Hostel. Und werde wahrscheinlich jetzt gleich mal irgendwie das Hard Rock Café suchen in Bangkok. Und mal gucken, ob ich morgen Abend mal irgendwie die Skyline gucken kann. Aber gestern war ich schon richtig gut mit Sarah. Die habe ich heute verabschiedet, weil die fliegt weiter. Und ja, so geht das Reisen weiter, würde ich sagen. Ja, jetzt war ich gerade irgendwie 2 Stunden im Hard Rock Café, glaube ich, super geil gegessen. Und Getränke gab es immer kostenlos nachgefüllt. Dann habe ich gedacht, ich setze mich hier, ich zeige euch das mal, hier so schön hin. Weil das sah eigentlich recht gemütlich aus. Dann stehe ich nach 10 Minuten auf und mein ganzer Arsch ist nass, weil das irgendwie so Teile sind. Wenn man sich da hinsetzt, dann wird der Hintern halt nass. Jetzt muss ich mir jetzt vielleicht die ganze Zeit mit so einer nassen Arschhose machen. Das ist okay, wow, echt geil. Gerade schon ein paar Leute davor gewarnt, weil man sieht das so einfach nicht. Aber irgendwie wird das Wasser gespeichert da drin. Ich habe keine Ahnung, das ist total scheiße. So, jetzt warte ich noch auf Eli, die wollte nämlich kommen. Dann gehen wir noch so ein bisschen Schaufenster gucken. Vielleicht erwische ich dann mal einen Gürtel günstig oder so. Und dann geht es auch schon wieder ins Hostel, weil ich habe ersichtlich irgendwie Kopfschmerzen, weil die Luft ist so ein bisschen, keine Ahnung, komisch. Ja. Deswegen habe ich gedacht, informiere ich jetzt mal euch eben über meine nasse Arschhose. Ja. Ihr seht mich jetzt schon wieder im Hostel rumdümpeln auf dem Bett gemütlich. Nachdem ich Eli dann endlich getroffen habe, sind wir dann in die Mall und die hatte mega Hunger und ich war ja mega vollgestopft vom Hard Rock Café. Also habe ich nach einem Gürtel gesucht und sie ist essen. Nur dass diese Mall halt mega groß war und wir uns einfach nicht mehr wiedergefunden haben. Eli hatte dann auch kein Internet. Das heißt, ich bin dann nach 1,5 Stunden Suchen wieder ins Hostel gegangen, weil ich auch keinen Bock mehr hatte, weil die Kopfschmerzen immer schlimmer wurden. Und ja, Eli hat sich dann nachher gemeldet, weil die mich dann auch gesucht hat. Und sowas ist immer total dämlich, sich dann zu trennen, weil man findet sich nie wieder. Ja, dann versuche ich hier irgendwie mit dem Internet klarzukommen und eigentlich die letzten Videos hochzuladen, die ich dann heute mal geschnitten habe endlich. Klappt gar nicht, weil es dauert... Also das lädt 1/2 Stunde und es zeigt mir noch nicht mal mehr an, wie lange das lädt, damit das überhaupt mal hochgeladen wird. Das heißt, Video hochladen kann ich jetzt auch knicken. Somit verzögert sich das noch weiter. Ja, ansonsten halt so Kleinkram gemacht, aber alles funktioniert irgendwie nicht so wirklich wegen dem Internet. Das kotzt gerade so ein bisschen an. Irgendwie ist der Tag heute auch generell für einen Eimer. So, jetzt ist meine Hose endlich trocken. Aber jetzt muss ich die ganze Zeit warten, bis hier nach halt Bangkok-Zeit um 2 Uhr nachts das Fußballspiel startet. Yippie-yay, wir haben jetzt gerade so 10:45. Es ist halt echt mega anstrengend irgendwie und ja, ich weiß gerade selber irgendwie nicht so wirklich viel mit mir anzufangen, habe aber auch keine Lust irgendwie Texte zu schreiben oder irgendwie was anderes zu machen.
Und ja, deswegen hoffe ich jetzt, dass ich die Zeit irgendwie rumkriege, beziehungsweise gleich einfach ein bisschen penne und mir dann Wecker stelle, weil Fußball gucken wäre eigentlich auch schon mal wieder geil. Und ja, morgen halt schön geschillt irgendwas machen und nicht so viel Geld ausgeben, weil verdammte Kacke, das Geld ist ganz schön schnell weg. Und ja, da muss ich auf jeden Fall mal ein bisschen drauf achten und halt vielleicht doch nicht so viel Hardrock-Kaffee machen und ein bisschen mehr Streetfood essen. Und ja, Partei ist halt auch wirklich super lecker. Und das gibt's auch recht günstig und deswegen sollte ich das, glaube ich, in nächster Zeit einfach mal ein bisschen mehr machen. Ansonsten hoffe ich, dass es euch allen gut geht und dass das Wetter in Deutschland endlich ein bisschen besser geworden ist. Weil hier ist das Bombe. Heute hat es 4 Stunden geregnet und es blitzt immer noch. Aber ansonsten ist es eigentlich ganz gut auszuhalten und mit Humor und Ironie übersteht man so einiges. Ja. Wie gesagt, esst einfach ein bisschen mehr, become a fat one, dann ist das Leben halt einfach viel lustiger. Macht's gut. Ich bin jetzt gerade in der Ryuki Sky Hotel Bar. Größte Tower hier in Bangkok. Und ich wollte gerne den Sunrise sehen und halt die Lichter im Dunkeln. Und das hat mich jetzt, glaube ich, 400 Baht gekostet mit einem Drink inklusive. Und die Aussicht ist schon geil, muss ich sagen. Es macht schon Spaß hier zu sitzen. Und gleich geht es halt noch meinen Stock nach oben. Und da mache ich dann wahrscheinlich noch ein kurzes Video für euch. Und dann verabschiede ich mich aus Bangkok, weil dann sehen wir uns in Koh Samui wieder. Also, bis dann. Macht's gut.